Ein Küstengewässer, irgendwo im Indopazifik. Mittendrin eine Malaienqualle. Elegant schwebt sie mit anderen durchs Meer. Sie navigiert geschickt. Ein Ringmuskel zieht ihren Schirm zusammen. Die Stützschicht zwischen Ober- und Unterschirm bringt sie wieder in Form. Gemeinsam mit den anderen lässt sie sich treiben und wartet auf Beute. Begonnen hat ihr Leben hier. Auf diesem Stein hat sie sich vor wenigen Monaten von einem winzigen weißen Polypen abgeschnürt. Aus der festsitzenden Lebensform der Qualle wird eine freischwimmende Larve, die Ephyra. Sie wächst schnell. Kein Wunder. Ihr Futter, winzige Krebse, spült sie direkt in ihren Magen. Sie wird ihr Gewicht vertausendfachen, wenn sie in den nächsten Monaten im Ozean überlebt. So sieht sie nach 6 Wochen aus. Ihre Mundarme sind entwickelt. Auf ihnen erkennt man erste Nesselzellen für die Jagd. Bald werden ihr auch Tentakel wachsen, auf denen dann Millionen von Nesselzellen sitzen. Dann ist sie bereit für größere Beute. Auch für ihre Lieblingsspeise, Ohrenquallen. Diese hier hat keine Chance. Sobald die Ohrenqualle die Tentakel des Jägers berührt, ist sie verloren. Die Nesselzellen platzen. Und explosionsartig schießen Giftfäden heraus, mit der Wucht einer Gewehrkugel in den Körper der Beute. Mit den Mundarmen schiebt die Qualle den Fang zur Magenöffnung. Ein Gehirn, um die Attacke zu steuern, hat sie nicht. Die Jagdmethode funktioniert automatisch, selbst bei den Kleinen. Sogar in Mangrovenwäldern geht die Malaienqualle auf Jagd. Es macht ihr nichts aus, wenn Flüsse ins Meer fließen und das Wasser weniger salzig ist. Perfekt angepasst an diese Bedingungen ist die Mangrovenqualle. Allerdings bevorzugt sie den Meeresboden. Dort filtert sie das Wasser nach Nahrung. Auf dem Meeresboden sind Mangrovenquallen fast unsichtbar. Malaienquallen sind transparent. Das heißt, sie sind im Wasser kaum zu sehen. Eine perfekte Tarnung. Diese hier haben mikroskopisch kleine Krebse gefangen. Zwischen den Tentakeln ist die Beute nur noch als rötlicher Klumpen zu erkennen. Doch auch das Leben der Quallen ist in Gefahr. Quallen sind selbst eine leckere Zwischenmahlzeit für Meeresschildkröten. Der Malaienqualle bleiben noch einige Monate, um für Nachwuchs zu sorgen. Wenn ihre Larven auf einem harten Untergrund zu Polypen heranwachsen können, beginnt eine neue Generation. Ein erfolgreiches Leben im Verborgenen. Nur ganz am Ende, da wird sie manchmal auch für uns sichtbar.